Hallo zu einer neuen Nähanleitung hier auf dem Kanal. Du hilfst mir mit dem Fließstoff, der ist aber eigentlich nicht für dich, mein Bester. Hä? Willkommen zurück hier auf dem Kanal oder wer den Kanal noch nicht kennt, herzlich willkommen. Ich bin die Christine und hier wird genäht, hier gibt es Nähanleitungen und Tipps und Tricks rund um das Thema Nähen. Heute habe ich hier dieses kleine Täschchen für euch mitgebracht und zwar hat das einen Außenstoff, dann wird das hier mit einem Cam Snap geschlossen und hat einen Innenstoff, ist also komplett abgefüttert und hat zwei verschiedene Fächer. Einmal hier hinten eins und einmal hier vorne eins. Es ist halt komplett alles sauber vernäht. So sieht das Ganze also aus. Und wenn noch nicht geschehen, dann würde ich euch empfehlen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft auch keine Updates verpasst. Jetzt aber zeige ich euch erstmal, was wir zuschneiden und was wir alles brauchen. Also kommt mal mit an meinen Zuschneidetisch. Für das Tisch. Für das Täschchen brauchen wir einmal den Außenstoff, einmal den Innenstoff, einmal etwas Volumenvlies und dann habe ich hier noch meine Materialien liegen, die ich immer zum Arbeiten habe. Meine Quilting-Lineale, meinen Rollschneider, die Zuschneideschere, Fadenabschneidenscheren, etwas zu markieren. Für das Täschchen brauchen wir hier solche Cam-Snaps, mein Nähgarn, Stecknadeln und Wonderclips. Der Stoff wird zugeschnitten in den Maßen 50x20. Das brauchen wir einmal für den Außenstoff. In der gleichen Größe wird der Innenstoff zugeschnitten und dann einmal noch das Volumenvlies. Alle Maße und Zutaten findet ihr wie immer unten in der Box. Als allererstes nehmen wir uns den Außenstoff und das Volumenvlies und bügeln es auf die linke Stoffseite. Beim Volumenvlies kann man sehr schön fühlen, welches die Klebeseite ist. Das ist diese Seite, die ein bisschen rauer ist mit diesen Noppen. Wenn das Volumenvlies dann aufgebügelt ist, dann nehmen wir uns das Außenteil und markieren uns hier oben erstmal die Mitte. Das ist dann bei 10 cm. Und an der Seite machen wir uns jeweils eine Markierung bei 4 cm. Einmal rechts und einmal links. Und jetzt verbinden wir die Punkte und machen uns eine Linie, sodass wir uns das jetzt hier ausschneiden können. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Innenstoff. Wir können uns das einfach hier so auflegen, dass das genau übereinander liegt und einmal drumherum schneiden. Als erstes wird jetzt der Außenstoff und der Innenstoff aufeinander gelegt und zwar wie immer rechts auf rechts und hier unten zusammengesteckt. Jetzt wird hier unten die Naht mit 1 cm Nahtzugabe erstmal geschlossen. Wenn die Naht geschlossen ist, kann sie auseinandergebügelt werden. Als nächstes legen wir uns den Stoff so hin, dass beide Lagen genau aufeinander liegen. Die zusammengenähte Kante liegt hier unten und wir gucken auf den Innenstoff. Jetzt machen wir uns oben eine Markierung bei 5 cm auf beiden Seiten. Und jetzt wird die untere Kante einmal nach oben geklappt, dass sie genau an die 5 cm Markierung hier anschlägt. Dann machen wir uns hier eine Nadel rein auf beiden Seiten. Dass das schön hält. So liegt das wie gesagt aufeinander. Jetzt haben wir hier unten eine Bruchkante. Dort stecke ich mir einfach eine Nadel ein, um die zu markieren, auf beiden Seiten. Und jetzt wird das Ganze nochmal nach oben geklappt, miteinander befestigt. Wir haben jetzt hier diese Lagen legen. Eine, zwei und dann kommt das Innenfutter. Und jetzt drehen wir uns das Ganze so um, dass wir den Außenstoff hier rüber klappen lassen. Jetzt ziehen wir uns das so hin,
dass hier oben unsere beiden Spitzen wieder aufeinandertreffen. Und hier unten haben wir jetzt zweimal die Bruchkante. So, das Ganze stecken wir uns fest. Dass alles schön aufeinander liegt. Jetzt müssen wir nur noch eine Naht einmal ringsum nähen. Und zwar klipse ich mir den Rest jetzt hier auch noch mal ein bisschen zusammen. Und jetzt wird ringsum hier unten die beiden Brüche bleiben, so wie sie sind. Da wird nicht genäht. Jetzt müssen wir einmal ringsum mit einem Zentimeter Nahtzugabe eine Naht nähen. Hier oben müssen wir eine Lücke lassen, sodass wir die Tasche dadurch gleich wenden können. Also einmal nähen, hier unten anfangen, hier weiter nähen, hier verriegeln, dieses Stückchen offen lassen und weiter mit einem Zentimeter bis hier unten nähen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt können wir die Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Ich habe jetzt alle Nadeln bereits rausgeholt und schneide mir das hier einfach ein bisschen ab. Hier an den Ecken kann man sich das ein bisschen schräg abschneiden. Hier an der Seite, wo gleich die Öffnung geschlossen wird, lasse ich die Nahtzugabe erstmal so ein bisschen länger. Und hier drüben schneiden wir uns wieder die Ecke ab. Und hier die Seite wird auch ein bisschen eingekürzt. Jetzt müssen wir das Täschchen wenden. Und jetzt muss man ein bisschen gucken, dass man da etwas vorsichtig ist. Wenn man hier jetzt zum Beispiel reinguckt, sieht man, hier ist der Außenstoff. Dann kommt hier die erste Abtrennung, die zweite Abtrennung und hier ist der Innenstoff. Wir müssen das jetzt so wenden, dass wir zwischen dem Außenstoff und der ersten Abtrennung die Tasche durchstülpen. Das ist jetzt ganz wichtig, weil wir wollen ja letztendlich, dass wir die beiden Fächer hier an dieser Stelle haben und hier gleich die Klappe zugemacht wird. Jetzt müssen wir uns das Ganze schön ausformen. Ich nehme mir dazu hier so einen Kantenformer. Und versuche das jetzt schön mir in die Ecken zu legen. Bin ganz vorsichtig, dass ich hier eine schöne Kante mir ausforme jeweils. Ebenso an der anderen Seite. Kann da so zwischen die Lagen gehen und sich das bestmöglich hier rausdrücken. So sieht das aus. So, jetzt bekommt das Täschchen so langsam seine Form. Wir haben jetzt hier das eine Fach und hier das andere Fach. Jetzt müssen wir hier oben noch hingehen, auch hier die Ecken schön ausformen. So einmal, hier die Spitze schön ausformen und hier drüben die Ecke schön rausholen. So. Jetzt schnappen wir uns erstmal unser Bügeleisen und bügeln uns das mal schön flach alles hier. Und jetzt bügeln wir uns auch die Kanten schön glatt. Hier klappen wir den Zentimeter nochmal schön nach innen. So, dass sich das Ganze hier schön legt.
stecke ich mir das nochmal mit ein paar Nadeln fest, dass die Kanten schön aufeinander bleiben. Und im letzten Schritt müssen jetzt nur noch die Kanten abgesteppt werden, wer möchte. Man kann das, die unteren Kanten kann man hier jetzt auch lassen. Definitiv abgesteppt werden muss die obere Kante. Ich werde jetzt einmal hier drüber steppen. Ich werde mir das hier so auseinanderziehen, einmal diese Kante steppen. Dann werde ich mir das ebenso auseinanderziehen und die innere Kante steppen. Und im letzten Schritt gehe ich dann hin und steppe mir hier außen die Klappe einmal ab. Das war jetzt die äußere Kante. Und jetzt steppen wir nur noch außen einmal drüber. So, jetzt müssen wir nur zu guter Letzt noch mal hier überall alles schön glatt bügeln. Und fertig ist auch schon unser Täschchen mit unseren zwei Fächern. Schnell noch alle Fädchen abschneiden. Jetzt müssen wir als Letztes nur noch unseren Campsnap anbringen. Und zwar mache ich mir dafür außen an der Klappe eine Markierung. Habe mir das hier so durchgepiekst, kann mir jetzt hier mit der Ahle so ein kleines Löchlein reinbohren. Dann wird eins von den Oberteilen hier durchgestochen. Und dann gibt es noch zwei verschiedene Unterteile. Ich nehme mir das passende Unterteil, lege mir das hier auf, lege mir das komplett hier rein und kneife das einmal so zusammen. Dann klappe ich mir das Täschchen zu. Drücke mir das einmal hier so auf, dass ich hier den Abdruck sehe. Kann jetzt hier mit der Ahle wieder durchgehen und auch tatsächlich nur durch die erste Lage natürlich. Mache mir ein Loch rein. Diesmal nehme ich das Oberteil nach innen. Piekse mir das hier durch das Löchlein so durch, dass das hier wieder rauskommt. Lege mir dann das andere Campsnap-Unterteil auf und klipse das auch wieder schön zusammen. So, und fertig ist unser kleines Täschchen, wo man zum Beispiel alles Mögliche an Nähzubehör und Werkzeug unterbringen kann oder zum Beispiel die Nadeln. Und war doch gar nicht so schwer, oder? Also das ist wirklich mega schnell genäht und auch wirklich einfach. Man muss halt nur ein bisschen vorsichtig sein beim Falten und nachher auch beim Rumdrehen des Täschchens, dass wir nachher auch wirklich dann beide Abteilungen hier so in dieser Reihenfolge haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch von euch. Lasst immer gerne unten in den Kommentaren auch was von euch hören. Wenn noch nicht geschehen, natürlich am besten den Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft auch keine neuen Videos verpasst und auch diese Glocke drücken. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachnähen und macht's gut!